Ich wünsche mir, dass in 100 Jahren man keine Kohle mehr verbrennt und dieser Strom durch die kerntechnischen Anlagen erzeugt wird. Das Hauptziel ist ganz klar, man muss fossile Brennstoffe ersetzen. Die Kerntechnik ist absolut bereit für die Zukunft. Die Kernenergie ist doch eine Dinosaurier-Technologie. Wie kann so etwas bereit für die Zukunft sein? Es gibt viele neue Entwicklungen im Bereich der Kerntechnik. Diese werden auf der ganzen Welt betrieben und es gibt auch neue, sehr interessante Lösungen, welche ebenso in der Schweiz zur Anwendung kommen könnten. Für uns ist es wichtig zu verstehen, dass die Kerntechnik ebenso sehr innovativ ist und wir dort viele neue Entwicklungen haben, welche natürlich in puncto Effizienz und Sicherheit sich weiterentwickeln. Dezentralisierung, SMAs, Fusionsenergie – diese Themen bringen die Forschung und die Zukunft der Kernenergie. Die Generation 4-Anlagen werden dazu dienen, den Brennstoffkreislauf zu schließen und die Menge des radioaktiven Abfalls sehr massiv zu reduzieren. Kleiner und flexibler. Weltweit sind bereits über 70 SMA-Auslegungen in Entwicklung. SMR steht für Small Modular Reactors oder kleine modulare Anlagen. Bei den SMRs handelt es sich um solche Reaktoren, welche zwar eine kleinere Leistung wie die großen Reaktoren haben, dafür aber modular gebaut werden können. Der wahrscheinlichste Neubau von einem SMR heute wird ein sogenannter Leichtwasserreaktor sein. Der Vorteil der kleinen modularen Anlagen ist der, dass man diese im Verbund mit den erneuerbaren Energien bauen kann. Diese werden nämlich dann die Grundlast bringen, wenn diese Energiequellen gerade keinen Strom erzeugen können. Komplett neue Wege beschreitet man mit der Fusionsenergie. Doch ist sie nicht einfach Utopie? Ich bin überzeugt, dass wir Fusion in relativ naher Zukunft werden haben. Es sind aber schon noch einiges an Schwierigkeiten zu lösen. Es braucht also schon noch ein bisschen Geduld. Ich gehe davon aus, dass wir in den 50er Jahren einen ersten vollständigen Reaktor ans Netz schliessen. Wie funktioniert Fusionsenergie und warum wird sie nicht längst eingesetzt? Also das Ziel der Fusion ist, leichte Atomkerne bei sehr hoher Energie, wenn sie mit sehr viel Energie zusammentreffen, zu fusionieren, also zu verschmelzen in schwerere Kerne. Und dadurch wird sehr viel Energie freigesetzt. Das Hauptproblem ist eigentlich immer noch, dass man genügend Fusionsreaktionen wirklich erzeugen und das genug effizient, dass man also wirklich mehr Energie durch Fusion freisetzen kann, als man für das Erzeugen von diesen Bedingungen benötigt. ITER ist der grosse nächste Schritt in der Fusionsforschung. Und dort geht es wirklich darum, zu zeigen, dass man vom wissenschaftlichen und vom technologischen Standpunkt Fusion für die Energieerzeugung nutzen kann. Man erwartet das erste Plasma in 5 Jahren und dann die Höchstleistungen mit den interessantesten für uns Plasmas dann in den 30er Jahren. Fusion ist einfach, finde ich, eine extrem gute Idee. Wenn man das zum Laufen bringen kann, ist es wirklich eine super Lösung. Und das ist eigentlich wirklich die Motivation.